Wenn du dich fragst, wo und wie du in Ark Survival Evolved bessere Ausrüstung für dich und deinen Dinos finden kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das erkläre ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Duke der Profi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Ark Survival Evolved. Heute geht es darum, wie ihr bessere Ausrüstung bekommen könnt und vor allem, wo ihr die findet, und zum Schluss zeige ich euch noch eine Methode, wie ihr auf jeden Fall bessere Ausrüstung bekommen könnt und das relativ easy und schnell. Aber zuerst beschäftigen wir uns mit der Frage, was heißt überhaupt bessere Ausrüstung, und dafür erkläre ich euch mal ganz kurz, dass es in Ark Gegenstandsstufen gibt, und wer zum Beispiel schon mal WoW gespielt hat, der wird das auch schon kennen. Von den Gegenstandsstufen gibt es auf jeden Fall 6 Stück. Wir haben hier einmal die schlechteste, das ist primitiv, ist grau. Seht ihr auch, dass da in grau dahinter primitiv steht. Dann haben wir einmal marode, das ist schon grün, also etwas besser. Dann gibt es fortschrittlich, das ist dieses dunkelblaue. Dann haben wir einmal Geselle, das ist lila. Wir haben einmal meisterhaft in gelb. Und dann das Beste, was es quasi gibt, ist überragend. Das ist dann dieses Türkis bzw. hellblau. Wichtig hierbei ist, dass das Ganze Seltenheitsstufen sind. Das heißt, also wie häufig findet man so etwas. Und die sagen nicht immer unbedingt etwas darüber aus, wie gut ein Gegenstand ist. Jetzt sind wir ganz gut hier bei den 2 Armbrüsten, die ich euch hier eben zeigen kann. Da habe ich eine Armbrust auf der Stufe Geselle. Die macht beispielsweise 182,3% Schaden. Und dann haben wir eine Armbrust auf der Stufe Meisterhaft und die macht zum Beispiel 179,9% Schaden. Ist also von der Seltenheitsstufe her besser, macht aber nicht mehr Schaden. Und auch wenn wir uns die Haltbarkeit angucken, ist das hier nur ein Punkt, der sich unterscheidet. Wichtig also zu merken, es ist der Seltenheitsgrad und sagt nicht unbedingt immer etwas über die Wertigkeit des Gegenstands aus. Das heißt, es kann durchaus auch ein seltenerer Gegenstand sein, der aber nicht besser ist als der Gegenstand, den ihr schon hattet. Wenn ihr nun bessere Ausrüstung haben wollt, gibt es im Prinzip 3 Möglichkeiten. Zum einen haben wir hier einmal diese Loot Drop, beziehungsweise Loot Crates, die ihr natürlich looten könnt und die sich an der Oberfläche befinden. Wir schauen mal eben, ob wir da rankommen. Hier wäre zum Beispiel ein Kochtopf drin und ein Schrank, beziehungsweise 2 Schränke. Also gar nicht mal so gut, wenn es um Ausrüstung geht. Zum anderen könnt ihr auch in Höhlen gehen, da gibt es auch Drops. Und auch da gibt es wieder Farben, die eben dann die Seltenheit der Gegenstände anzeigen. Es gibt grüne Drops, es gibt blaue Drops, wir haben gelbe und rote dann. Aber in allen, die ihr überirdisch finden könnt, ist nicht so viel gutes Zeug drin. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit und ihr könnt zum Beispiel in Höhlen gehen. Da gibt es auch besondere Drops, die es nur in Höhlen gibt und die reichen je nach Höhle von Level 25 bis Level 70. Und noch eine weitere Möglichkeit bieten die Deep Sea Loot Crates. Die sind also ganz tief unter Wasser am Meeresboden versteckt und die kann man auch sehr allen zum Beispiel ab Level 80 öffnen. Die sollen sich auch richtig lohnen, allerdings habe ich davon selber noch gar keine gefunden und die folgen auch einem eigenen Spawn-Pattern quasi. Das heißt, wenn ihr im Singleplayer die Welt startet, spawnt die erste Crate nach 20 Minuten und die nächste nach weiteren 20 Minuten, soweit ich weiß. Es sind wohl auch immer nur 2 Stück gleichzeitig aktiv. Ich kann euch mal hier mit einer Karte einblenden, wo die markiert sind und wo ihr die ungefähr finden könnt, und dann könnt ihr euch ja mal auf die Suche machen. Wenn ihr Level 80 seid, die sollen sich auf jeden Fall richtig gut lohnen. Und wenn wir schon beim Thema Lohnen sind, welche Drops lohnen sich denn jetzt am meisten davon? Wir haben es ja eben schon gesehen, bei diesen überirdischen Drops, da war jetzt ja nicht so viel Stuff drin, also ein Kochtopf, 2 Schränke. Natürlich sind da auch mal Sachen drin, die wir gebrauchen können, und gerade wenn da Engramme drin sind, ist das ganz gut, wenn wir auf einem Server spielen und nicht genügend Engramme haben, alles zu lernen. Allerdings werdet ihr dann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine guten Sachen drin finden. Das heißt, diese Möglichkeit fällt für uns auf jeden Fall schon mal weg. Und fast hätte ich es vergessen, eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass ihr Alpha-Tiere tötet. Denn da droppen immer mal wieder Waffen raus, die ihr auf jeden Fall benutzen könnt. So komme ich dann auch mal an meine gute Armbrust ran. Oder an ein gutes Repetiergewehr, um dann Tiere zu zähmen oder zu betäuben. Alpha-Tiere lohnen sich natürlich immer. Also wenn ihr eins seht und ihr seid sicher, dass ihr das legen könnt, würde ich das auf jeden Fall immer machen. Gibt gut EP und ihr bekommt, wie gesagt, auch Waffen rausgedroppt, was auf jeden Fall ganz nice ist. Die Waffen würde ich auch immer mitnehmen und nicht wegschmeißen. Kommen wir später noch darauf zurück, warum das so wichtig sein könnte. Bei den Deep Sea Crates ist es so, wenn ihr wisst, wo sie sind, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Da muss man aber wissen, ob sich der Aufwand für einen selbst lohnt. Ich persönlich favorisiere die Höhlendrops, und zwar die aus der Sumpfhöhle. Da spawnt immer wieder ein roter Drop nach und so könnt ihr dann eben euch die Blaupausen oder die Sachen rausfarmen, die ihr braucht. Und Sumpfhöhle ist ein gutes Stichwort, bevor ihr euch jetzt fragt, naja, wo ist denn die Sumpfhöhle und was muss ich da machen, damit ich den roten Drop kriege? Gucken wir uns das mal an und ich zeige euch mal, wie ihr da rankommt. So, wir sind einmal da. Ich zeige euch das einmal auf der Karte, wie das aussieht. Man dürfte das sehen. Genau, mein Kopf verdeckt hier nichts. Als kleinen Orientierungspunkt, damit ihr den Eingang auf jeden Fall auch findet. Dieser See hier kann auf jeden Fall sehr gut zur Orientierung dienen. Einfach, wenn ihr den gefunden habt, dann wisst ihr ja, dass ihr schon mal in der Nähe von der Höhle seid und dann geht eigentlich auch nichts mehr schief. So, wichtig ist jetzt noch für die Höhle, bevor wir reingehen, dass wir die richtige Ausrüstung haben. Und das ist zum einen hier diese Scuba-Ausrüstung, also die Taucherausrüstung, einmal die Maske, das Atemgerät, die Hose und auf der anderen Seite haben wir einmal die Ghillie-Handschuhe und die Ghillie-Boots. Die sind wichtig, damit wir da drin keinen Schaden bekommen, und außerdem brauchen wir noch ein Megatherium. Das wird uns hier drinnen auf jeden Fall auch weiterhelfen. Zusätzlich empfehle ich euch, nochmal 2 Fundamente mitzunehmen und eine Rampe.
dann müsst ihr theoretisch vom Megatherium gar nicht mehr absteigen. Und dann lauft ihr einfach so ein kleines Stück rein und guckt mal, wo ihr euer Megatherium setzen könnt. Etwa hier vorne zum Beispiel, dass es auf jeden Fall nicht in der Decke hängen bleibt. Das kann schon mal leicht passieren. Und dann laufen wir mal gemeinsam durch die Höhle durch. Falls jetzt jemand fragt, naja, warum denn das Megatherium? Ich denke mal, das ist jetzt hier Erklärung genug, was gerade auf dem Bildschirm passiert. Ihr kommt hier mit keinem anderen Dino eigentlich so gut und angenehm durch. Solange ihr euch da also bedeckt haltet, sollte da nichts passieren. So, an einer Stelle müssen wir dann einmal hier absteigen. Und zwar hier vorne würden wir nicht durchkommen mit dem Megatherium. Deshalb bauen wir uns mal hier eine Foundation hin und hoffen, dass wir da rüberkommen. So, nach ein paar Versuchen komme ich dann auch durch. Ihr müsst die genau so placen. Dann kommt ihr mit dem Megatherium rüber. Und wenn ihr euch hier in der Rampe setzt, kommt ihr mit dem Megatherium auch wieder zurück. Das heißt, ihr müsst hier drin nicht irgendwie absteigen und bekommt da irgendwie Probleme. Das heißt, einmal hier durchschwuppen und dann gehen wir direkt nach links weiter. Und aus irgendeinem Grund lässt mich Arkane nicht mehr bauen, obwohl Bauen in Höhen aktiv aktiviert ist. Deswegen müssen wir an dieser Stelle einmal das Megatherium dann wieder in die Kryokapsel packen und dann können wir es hier auch wieder rausspeisen und weitermachen mit dem, was wir halt hier machen. Auch immer nochmal schön im Wasser die Stampfattacke machen, dann haut ihr euch da alles weg, was da noch so rumliegen könnte. Hier oben, wo ich gerade hingucke, da wo die Blumen leuchten, könnte ab und zu auch nochmal ein Drop sein. Aber da ist keiner und deswegen gehen wir da jetzt auch nicht hin und wir kommen hierher, wo wir hin wollen. Und zwar ist das dieser Raum hier und hier räumen wir dann erstmal so ordentlich auf, dass wirklich nichts mehr da ist, was uns irgendwie angreifen könnte. Hier oben könnte ein Drop spawnen, ein roter. Den könnt ihr euch holen. Müsst ihr, wie gesagt, aufpassen, dass nichts da ist, was euch angreift, wenn ihr runtergeht. Und zum anderen könnte direkt hier unten drin auch ein Drop sein. Hier müsst ihr natürlich erstmal schön die Stampfattacke und sowas machen und einmal ordentlich aufräumen, damit euch dann nichts angreift, wenn ihr mal absteigen solltet. Aber ihr seid ja auch ganz in der Nähe vom Megatherium. Ich würde euch das jetzt gerne zeigen, aber komischerweise spawnen hier halt keine Drops, was ein bisschen komisch ist. Aber es ist halt arg Singleplayer, verbuggt bis zum Anschlag. Jedenfalls spawnen die in einem Intervall von 5 bis 10 Minuten, glaube ich, nach. Das heißt, ihr könnt hier eure Runden drehen und die ganzen Viecher kaputt kloppen, die hier so drin sind. Euch vielleicht nochmal ein neues Megatherium nehmen oder eben das Chitin wegbringen, was ihr auf jeden Fall auch sammeln solltet, wenn ihr hier durchgeht. Das ist auf jeden Fall jetzt sehr schade, dass hier keine Drops sind, weil normalerweise müssten hier welche sein. Ich hoffe, ihr habt keinen Bug, so wie ich. Dann könnt ihr nämlich hier immer schön rumfarmen. Aber wir nehmen jetzt mal an, da ist irgendetwas drin gewesen, was ihr nicht haben wollt. Dann nehmt das auf jeden Fall aus der Crate raus, damit sie sich auflöst und nachspawnen kann. Und nicht nur, damit sie nachspawnen kann, sondern damit ihr eben auch noch etwas anderes mit den Gegenständen machen könnt, die ihr da möglicherweise findet. Und das gucken wir uns jetzt an. Das ist nämlich noch ein Punkt, den ich vergessen habe zu erwähnen. Durch die Seltenheitsstufen steigen eben auch die Herstellungskosten der jeweiligen Gegenstände. Und damit ihr euch eben einige Materialien ersparen könnt, könnt ihr euch eben die Sachen auch mitnehmen, die ihr nicht braucht und meines Wissens nach jetzt hier reinschmeißen. Und so bekommt ihr hier auf jeden Fall ordentlich Materialien raus. Ich meine jetzt aus einem Schild, was ihr vielleicht gar nicht benötigt, weil ihr es einfach nicht benutzt, 100 Kristalle raus. Wir machen es aber mit den anderen Gegenständen. Also so könnt ihr euch auf jeden Fall einiges an Material sparen. Deswegen alles mitnehmen, nicht wegschmeißen, sondern in der Base im Industrie der kleine Rat zerkleinern. So erspart ihr euch dann auf jeden Fall das ewige Farmen für die neuen Gegenstände, die ihr eventuell bekommt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen, denn das sorgt dafür, dass das Video weiterhin an Personen vorgeschlagen wird und somit auch dafür, dass mein Kanal wachsen kann. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gefallen hat, auch wenn es jetzt ein bisschen holprig war, weil einfach keine Drops gespawnt sind, aber das ist halt eben ein Arc-Bug. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!